Hallo und herzlich willkommen zu Thementag mit William. Hallo! 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 Sie sehen heute wieder ausgesprochen gut aus, junge Dame. Hallo! Hallo! So! Und nach der letzten Folge, in der wir quasi die Heimkehr bestritten haben, geht's auch direkt weiter. Wir nehmen das hier gerade direkt im Anschluss auf. Und wer hatte da oben schon wieder so viel Dreck hingesetzt? Wo denn? An meinem Ding. Wo? Mein Ding ist dreckig. War ich nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich weiterarbeiten wollte. Oh. Ich schon. Ach, Manu. Okay, wir kommen erstmal zur ersten Frage. Und zwar von der Laura Neymann. Die Frage lautet, ich fand es cool, dass du meine Frage vorgelesen hast. Und du hast recht, meine zwei Freundinnen machen sowas und lügen mich dann auch noch an. Verstehe ich nicht. Ich weiß nicht mehr, was wir dazu gesagt haben. Sorry, Laura. Auf jeden Fall Hashtag Thementag. Wie findest du es, wenn ein Freund in dich... Achso, wenn ein Freund oder eine Freundin dich runtermachen will und deswegen der Klassenlehrerin Scheiße erzählt, die nicht stimmt. Caro, wie findest du das? Kacke. Ja, ist halt echt kacke, oder? Mhm. Ja, also ich find's auch super kacke. Also, ja, wenn sie Scheiße erzählt, dann soll sie wenigstens nicht so eine richtige Scheiße erzählen. Also ihr wisst schon, wie ich das meine, ne? Nö, sie soll es, mal. Sie soll es jemandem ins Gesicht sagen, dass sie denjenigen Scheiße findet und nicht so eine hinterfotzige Sache starten, dass, was denn? Nix. Dass man da, vermutlich noch mehr Streit rauskriegt, als ursprünglich geplant war. Vor allen Dingen, Leute, wehrt euch in solchen Situationen. Seid einfach mal... Wehrt euch einfach mal und geht zu euren Eltern oder zu irgendwem, der euch hilft und geht doch mal auf diese Person zu in dem Moment. Der kriegt... Eine Sekunde später kriegt der aber sowas von kalte Füße. Das glaubt ihr mir gar nicht. Wehrt euch. Das ist die beste Methode, um sich nicht kaputt machen zu lassen. Was heißt wehren? Also jetzt nicht irgendwie anfangen, irgendwen zu verprügeln oder sowas, sondern halt wirklich einfach, wie gesagt, Hilfe holen und mit dieser Hilfe quasi verbal zurückschlagen. Ich glaube, mehr fällt mir dazu jetzt spontan nicht ein. Liebe Laura, trotzdem wünsche ich dir, dass das irgendwann aufhört und du jemanden findest, der dir genau bei solchen Sachen helfen kann. Gut, nächste Frage. Von Marshmallow Party, von Mello. Caros Sicht ist voll cool, wird hier geschrieben. Nice. Danke. Hashtag Thementag. Was würdest du tun, wenn dir jemand schreibt, zum Beispiel Ecki schreibt, sie ist tot? Wie soll sie das schreiben? Und damit jemanden, den du sehr gern hast, meinst. Hä? Ja, ich habe die Frage nicht verstanden. Wie kann Ecki denn schreiben, dass sie tot ist, wenn sie tot ist? Vielleicht meint sie, sie schreibt, sie ist tot und meint damit aber nicht sich selbst, sondern jemand anderen. Ja, aber dann würde Ecki doch nicht schreiben, sie ist tot. Ja, keine Ahnung. Also ich glaube, das, was du da gerade im Kopf hast, ist halt zu 100%, nee, nicht verwirrend, aber zu 100% einfach so eine typische Filmgeschichte. Niemand, beziehungsweise halt so eine typische Spannungsgeschichte. Niemand würde schreiben, wenn jemand tot ist, sie ist tot. Also ich kenne niemanden, der sowas jemals geschrieben hat. Wenn jemand tot ist, sagt man, der und der ist tot. Und nicht, sie ist tot. Aber selbst wenn es jemand schreibt, würde ich vermutlich, was soll ich denn machen? Dann das Einzige, was mir übrig bleibt in der Situation, ist quasi fragen, wer ist denn tot? Und klar, wenn dann jemand dabei rauskommt, den ich sehr gut kenne oder den ich sehr, sehr gern habe, zum Beispiel Caro, dann würde wohl ein halbes Tränchen fließen. So ein halbes? Ja. Wow. Und Hashtag enttäuscht. Ja, mehr, was soll denn dann passieren? Klar, Trauer, ja, aber man kann ja nicht mehr als trauern, wisst ihr? Das, man kann den Menschen ja nicht zurückholen. No. Das heißt, ja. Es ist, was ich dann denken würde, ist, wer denn? Und dann weinen, wenn es jemand ist, den ich gut kenne. Ende. Nächste Frage von Mello.
Was denkst du über Leute, die dich mit die ist tot oder sowas verarschen wollen? Also du fragst nach dem, die und die sagen das. Ach so. Wie geht's eigentlich, Caro? Die ist tot. Ja, klar, kenne ich. Mach ich auch manchmal. In manchen Situationen finde ich das ganz witzig, muss ich sagen. Vor allen Dingen, wenn man in der Klasse sitzt und bei uns auf der Berufsschule muss man halt quasi immer die Anwesenheit prüfen am Anfang der Stunde. Ich weiß nicht, ob das in den anderen Schulen auch noch so gemacht wird. Bei uns wurde das zum Beispiel nie gemacht auf dem Gymnasium. Aber da ist es halt auch mal ganz witzig, wenn der Lehrer deinen Namen sagt und du sagst einfach verstorben und dann, ne, guckt er dich erstmal blöd an. Versteht er dann im ersten Moment nicht, aber irgendwann findet er es dann doch vielleicht ein kleines bisschen witzig, wenn er nicht gerade so ultra verklemmt ist. Also das finde ich zum Beispiel witzig. Letztens hat mich aber tatsächlich jemand richtig rangekriegt. Da habe ich so einen typischen Deine-Mutter-Witz gemacht. Und der Kerl sagt zu mir so eiskalt und mit, ja, er hatte nicht Tränen in den Augen, aber mit so einem richtig traurigen Gesicht, ja, die ist tot. Und da habe ich echt so gedacht, oh, hups. Und da hat er angefangen zu lachen, hat gesagt, dass er mich nur hart verarscht hat. Und da dachte ich mir dann so, ja, hätte, aber theoretisch, also was hätte ich jetzt gemacht, wenn es wirklich so gewesen wäre? Das wäre halt eine richtig blöde Situation gewesen. Aber, ja, für mich war es in dem Moment nicht witzig, aber ja, allgemein finde ich sowas eigentlich schon ganz okay. Also kann man machen, wenn man das möchte. Muss man aber halt nicht. Du hast mich nachgeäfft! Du! Ich bin tot. Nein. Doch. Trauer. Erbosung. Ja. Okay. Jo. Muss jetzt ganz kurz hier bauen. Denn ansonsten komme ich schon wieder nicht klar. Okay, dann kommt hier das hin. Und da das hin. Perfekt, jetzt haben wir hier nämlich eine Symmetrie. Also Mello, heute sehr, sehr, sehr nekromantische, keine Ahnung, wie man das nennt, sehr, sehr totnahe Fragen von dir, aber ich habe sie meisterhaft beantwortet, glaube ich. Habe ich wahrscheinlich nicht, aber ja. Die nächste Frage ist von Pusteblume. Super coole Folge wie immer. Das mit Karos Ansicht ist mega nice. Dankeschön erstmal dafür. Hashtag Thementag. Was würdest du machen, wenn du ein Meerschweinchen hast, es aber mindestens zwei sein müssen und die Eltern kein zweites erlauben? Ja, dann lohnt sich ein Meerschweinchen nicht. Ganz ehrlich, wenn die Eltern ein Meerschweinchen besorgen und dann kein zweites erlauben, obwohl es zwei sein müssen, dann ist es halt blöd. Ich weiß zwar nicht, wie das mit Meerschweinchen läuft, ob das so sein muss, bei jedem Meerschweinchen, oder? Müssen zwei sein. Okay, auf jeden Fall haben sich dann die Eltern nicht richtig darüber informiert. Beziehungsweise, das ist genauso wie, ja, wir schenken unserem Kind zu Weihnachten einen Hund. Es hat gesagt, das kümmert sich drum. Ja, wie lange? Die Frage ist halt echt, geht's dem Hund in zwei Monaten auch noch gut? Oder liegt er dann nur auf der faulen Haut, pisst und kackt sich voll, weil ihn keiner rausbringt? Und, weiß nicht, ihm geht's einfach total schlecht. Er ist krank, er wird nicht gepflegt, er wird gar nichts. Ein Hund ist quasi ein Mensch, der für immer ein Baby ist. Man muss alles für ihn tun und kriegt dafür ganz viel Freude zurück. Aber dafür muss man eben auch was tun. Und wenn die Kinder sich eben so vorstellen, ja, ich gehe dann halt morgens um 5 easy mit dem Hund raus, weil ich danach Schule habe, erstmal 8 Stunden lang, dann ist das halt ein bisschen blöd, ne? Ja. Also, wenn man Tiere kauft, sollte man sich echt bewusst sein, was die Tiere denn für eine Arbeit mitbringen und was da überhaupt auf einen zukommt und auf die Familie zukommt und dass man auch immer jemanden hat, weil Tiere sind ja auch da, währenddessen man mal in Urlaub fährt oder sowas, ne? Ich kann mich noch ziemlich genau daran erinnern, wir hatten früher im Kindergarten 2 Rennmäuse und die wurden, wenn Ferien waren, halt immer an Leute mit nach Hause gegeben und wir hatten die quasi immer. Und das war auch nicht so ohne, ne? Da musstest du, ich meine, das sind Mäuse, ne? Die guckst du halt so an und wenn du selbst keine Mäuse hast, dann denkst du dir, okay, ja, die sind halt da. Aber dass du die füttern musst und pflegen musst und den Kasten sauber halten musst, weil die da ja auch reinpinkeln und kacken und alles drum und dran,
Das muss dir auch erstmal bewusst sein und da musst du auch erstmal hinten dran kommen und Know-how mitbringen, um das alles machen zu können. Jo. Also, ist ja. Kacke. Ende. Nächste Ende. Frage. Von Daisy Nightford. Hashtag Thementag. Wie findest du es, wenn einer deiner besten Freunde dich auslacht, weil du eine schlechte Note hast? Vor allem, weil sie nicht besser ist als du selbst. Ziemlich blöd für die Freundin. Also für denjenigen, der das sagt, weil den würde ich erstmal hart auslachen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das eine Frage ist, die sich auf dich bezieht, ob du ausgelacht wurdest oder was. Aber wie schon gesagt, Leute, lasst euch nicht unterbuttern. Lacht einfach mal blöd zurück. Wenn ihr sowieso wisst, okay, diese Person hat eine schlechtere Note, lacht blöd zurück. Ganz ehrlich, also it's about to provoziere oder sowas. Irgendwie so wird das sein. Jetzt habe ich da oben meine Redstone-Schaltung kaputt gemacht. Toll. Toll, William. Deswegen, also ich glaube, ihr macht euch da sehr, sehr, sehr viele Gedanken über etwas und im Endeffekt, ja, keine Ahnung, was soll denn großartig sein, was soll denn happenen? Jetzt muss ich das hier irgendwie wieder fixen. Okay, das hier funktioniert jetzt, glaube ich. Nee, das funktioniert immer noch nicht. Ah, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Warum machst du jetzt Michael Jackson nach? Weil ich es kann. Weil ich es kann. Also. Hä? Ah. Okay, ich glaube, jetzt passt es. Jetzt muss ich das hier nur abbauen, einmal ganz kurz. Und muss hier das so machen. So, und jetzt geht das wieder. Alles klar. So, also, ja, wehrt euch. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wenn ihr echt, sorry, aber so doof seid und euch einfach runtermachen lasst, ohne euch zu wehren, dann macht man es halt immer. Das ist das große Problem. Nächste Frage von Bambi. Erstmal, tolles Video, William. Dankeschön. Was sagst du denn zu der ganzen Problematik von damals mit den True Friends etc.? Vermisst du manchmal die Zeit mit den True Friends abends im TS oder kannst du ganz gut auf uns verzichten? Liebe Grüße, Bambizzle. Die True Friends war ja so eine Zeit, da dachte ich mir, jeden Tag, es kracht. Also auf der einen Seite war die ja super schön für euch, aber auf der anderen Seite ist mir bewusst, wie nennt man das denn? Wie neugierig solch junge Männchen, junge Menschen sind. Und so eine große Gruppe bestehend aus Mädchen. Aus Jungs hätte das vielleicht irgendwie funktioniert, aber aus Mädchen. Das hätte ich mir von Anfang an nicht vorstellen können. Aber man will ja nicht immer direkt die Mädchenträume zerstören, ne? Und deswegen habe ich einfach mal machen lassen. Und im Endeffekt ist genau das passiert, was ich mir dachte. Irgendwann fingen diese ganzen Streitigkeiten an. Und ihr habt euch quasi gegenseitig die ganze Zeit genervt und der eine hat Böses über den anderen erzählt und ja, also es war irgendwie komisch, schlimm, keine Ahnung, wie man es nennen soll, aber es war eine Zeit lang cool und dann irgendwann war es halt kaputt. So, jetzt habe ich mein Ding wieder reparieren müssen. Aber ob ich euch vermisse? Nee, ich glaube nicht. Also im Sinne von, ich bin jetzt einfach mal ehrlich, ne? Ich glaube, es ist gut, dass jeder seinen Weg so lebt, wie er ihn gerne leben möchte. Ich weiß ja auch, dass ein paar Leute von euch jetzt wirklich komplett vom Internet weg sind. Und ich gönn's diesen Leuten. Das Internet, ich denke mir auch manchmal, hey, du hörst jetzt einfach morgen mit YouTube auf und gehst raus und machst dein Ding. Aber andererseits hänge ich wieder an den ganzen Leuten, die hier immer mit dabei sind. Und ich respektiere diese Leute, die es schaffen, komplett zu sagen, vom einen auf den anderen Tag, ich gehe jetzt nicht mehr in den Teamspeak. Ich
lebe mein Leben so, wie ich das gerne hätte und give a fuck on all others. Oder sowas in der Art. Also, finde ich nicht schlecht, was ihr da gemacht habt teilweise. Und das, ich weiß jetzt nicht, wie es mit denen ist, die jetzt schon ewig nicht mehr auf dem Teamspeak waren, ob die jetzt woanders auf dem Teamspeak sind oder was auch immer die jetzt machen. Aber ja, wieso sollte ich diese Leute vermissen? Im Internet, ich bin es gewohnt, im Internet quasi jedes Jahr meine Freunde komplett auszutauschen. Also ein paar Freunde, nicht alle, um Gottes Willen, sonst wären Ecki, Bibi, Caro und sowas ja auch nicht mehr dabei. Aber das Internet ist schnelllebig, das ist einfach so. Und da verliert man eben auch manchmal Freunde, die einem sehr ans Herz gewachsen sind. Und damit muss man sich abfinden. Anfangs habe ich euch vermisst, ja, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, dann doch darüber hinweg. So schlimm es sich anhört, aber ich glaube, ich bin darüber hinweg. Gut. Eine Frage haben wir, glaube ich, noch in dem Ordner hier drin von Skyhorse. Hashtag Thementag. Ach, Caro, möchtest du eigentlich noch was zu der Frage gerade sagen? Nee, mach nur. Okay, Hashtag Thementag. Was würdest du machen, wenn dein Klassenkamerad dich andauernd mit "Bist du wieder im Treppenhaus hingeflogen?" oder sowas provozieren würden, du es aber ignorierst und du nach Hause läufst? Eigentlich solltest du abgeholt werden und sie dann sehen, dass da... Was, dass da Leute sind und dich schon sehen und sie weiterlaufen und dann ein Video machen, wo sie dich so typisch wie jeden Tag runtermacht und auch in der Schule von anderen Mädchen Bilder macht und denen sowas wie mit wildfremden Autos Bilder machen und das Kennzeichen einfach lassen, denn egal ist, dass das gegen die Rechte ist und sie das ins Internet stellen, KP, ob die das macht. Sorry, aber Groß-Kleinschreibung sowie Satzzeichen an manchen Stellen wären nicht schlecht gewesen. Ich habe keine Ahnung, was mir dieses Kommentar genau sagen soll. Also ich denke mal, es geht einfach darum, dass diese typischen Prahlhanse in der Schule, es geht um diese typischen Prahlhanse in der Schule. So, sagen wir es einfach mal so. Also um die Leute, die wirklich alles und jede Möglichkeit nutzen, um möglichst cool dazustehen und anderen am besten dazu noch zu schaden. Ich glaube, um diese Leute geht es, und zwar ziemlich genau um diese. Und von diesen Leuten halte ich absolut gar nichts. Jeder wollte da mal dazugehören oder sowas, und ich kann jedem nur sagen, Leute, lasst es einfach. Versucht's gar nicht, dazu zu gehören, denn ihr werdet wahrscheinlich sowieso nie dazugehören, weil wenn sich einmal so eine Gruppe zusammengefunden hat und ihr denkt, dass ihr dazugehört, dann machen die das meistens nur, dass sie euch 2 Minuten später noch mehr schaden können quasi, dass sie mehr über euch erfahren und dann im Endeffekt darüber lästern und reden können und was weiß ich was. Und das sind Leute mit einem ganz, 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 ganz super kleinen Ego. Und lasst euch von denen einfach nicht unterbuttern. Wie ich eben schon gesagt habe, holt euch Hilfe um Gottes Willen und schlagt zurück. Ich meine, die Guten, das kennen wir aus den Filmen, die Guten gewinnen immer, weil irgendwer muss euch ja helfen, beziehungsweise muss ja auf eurer Seite stehen. Und wenn das niemand tut, dann müsst ihr eben an eine höhere Stelle gehen, bis es jemand tut. Bis jemand merkt, dass es euch missfällt, was da passiert ist und dann auch checkt, ja okay, er setzt sich sogar dafür ein oder sie setzt sich sogar dafür ein, dass es besser wird. Und ja, das ist wahrscheinlich schon mal ein ziemlich großer Fortschritt, wenn man das geschafft hat soweit. Ich hoffe, ich habe die Frage richtig verstanden, also von dem, was ich verstanden und gelesen habe. Wäre mal interessant zu wissen, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten, liebe Freunde, würde ich sagen, das war's für die heutige Folge Thementag. Caro hat heute mal wieder wahnsinnig grandios viel geredet. Mhm. Und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüss.